Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, werte Zuschauer. Ich bin Tanja Samrotzki und ich freue mich sehr auf diesen besonders zukunftsgewandten Talk von Bayer Live. In 8 Tagen treffen sich erstmals alle Abgeordneten des neu gewählten Parlaments zur konstituierenden Sitzung des Bundestages. Und diese erste Sitzung in der Legislaturperiode ist immer was Besonderes. Und dieses Jahr ist es sogar ein Jubiläum. Umso mehr freue ich mich, mit Ihnen zusammen gleich 3 Mitglieder des 20. Deutschen Bundestages kennenzulernen und einen, der das parlamentarische Treiben von außen kritisch konstruktiv begleiten wird. Das sind Ottilie Klein und Saskia Weishaupt hier mit mir in Berlin im Studio bei Bayer. Und zugeschaltet ist uns Philipp Thürmer. Später zuschalten wird sich noch Gide Jensen. Sie ist gerade noch im Bundesvorstand der FDP und wartet wahrscheinlich darauf, dass es grünes bzw. gelbes Licht gibt für die Koalitionsverhandlungen. Ich darf Ihnen unsere Gäste vorstellen. Saskia Weishaupt, meine Nachbarin. Sie stammt aus Hannover, ist aber als Spitzenkandidatin der Grünen Jugend in Bayern in den Bundestag eingezogen. Mit einem ebenso ehrgeizigen wie dringenden Motto: Bauen wir eine Welt, die Zukunft hat. Als Tochter einer Altenpflegerin ist Saskia Weishaupt die erste in ihrer Familie, die studiert hat. Auch das war ein wichtiger Motor für ihr politisches Engagement. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Historikerin und sie interessiert besonders die große Herausforderung, Klimaschutz mit sozialer Gerechtigkeit zusammenzubringen und das vielleicht auch ein mütterliches Erbe, ihr besonderes Interesse für Gesundheits- und Pflegepolitik. Dann darf ich Ihnen meine weitere Nachbarin vorstellen und Sie sind es fast im Wortsinn als Berlinerin. Dr. Ottilie Klein ist im Schwarzwald geboren, inzwischen aber so völlig woanders verwurzelt, nämlich in Moabit. Das sind krasse Antipoden, Schwarzwald und Moabit. Und seit 5 Jahren engagiert sich Ottilie Klein als Tochter von Russlanddeutschen bei der CDU und vertritt jetzt Berlin-Mitte im Bundestag. Dabei wird die promovierte Literaturwissenschaftlerin, die ihre Doktorarbeit über, jetzt halten Sie sich fest, Mörderinnen im amerikanischen Drama schrieb, auch ihre Berufserfahrung einbringen. Die ist allerdings ganz solide Abteilungsdirektorin beim Bundesverband öffentlicher Banken und wer weiß, vielleicht hin und wieder auch Ihre Leidenschaft für den Kampfsport, Frau Klein. Mal gucken, ob wir das heute schon aufblitzen sehen. Dann darf ich Ihnen vorstellen den Herrn in dieser Runde, den Quotenmann gewissermaßen, Herr Thürmer. Philipp Thürmer ist als stellvertretender Bundesvorsitzender der Jusos der außerparlamentarische Satellit dieser Runde. Dabei ist er als Ökonom und als Jurist, der gerade seine Promotion beginnt, schon klassisch qualifiziert fürs Parlament. Der Hesse brennt vor allem für Wirtschafts-, Industrie- und finanzpolitische Themen sowie für alles rund um Netzpolitik und Digitalisierung. Eine frühe Neigung zur SPD zeichnete sich ab, als Philipp Thürmer in der Grundschule Unterschriften gegen den Irakkrieg sammelte und die auch hoffnungsvoll in die USA schickte. Sagen wir so, die Antwort von George W. Bush steht noch aus. Ja, dann werde ich Ihnen gleich Gide Jensen vorstellen, wenn die dann auch da ist. Ich glaube, da macht es am meisten Sinn. Wir fangen aber vielleicht schon mal an. Auf jeden Fall kann ich Ihnen versprechen, wenn Gide Jensen an Bord ist, haben wir ein spannendes Quartett, derzeit ein spannendes Trio, das sicher auch Sie, wertes Publikum, zu Fragen inspiriert. Wenn Sie etwas besonders interessiert, nutzen Sie bitte die Gelegenheit und schreiben Sie Ihre Frage in den Chat. Ich bekomme die dann hier reingereicht und würde mich darüber sehr, sehr freuen. Gide Jensen lege ich mal zur Seite und dann können wir vielleicht anfangen mit den Erwartungen, mit dem, was Sie antreibt, mit ersten Erfahrungen auch. Und wenn wir mal schauen auf die Eindrücke der Neuen im Parlament, das sind Sie beide hier, die mit mir im Raum sind. Frau Weishaupt, die Parlamentsarbeit beginnt ja erst in 8 Tagen, aber erste Eindrücke haben Sie schon von Ihrem ersten Arbeitsplatz. Was ist das, was Sie so am meisten vielleicht flasht oder beeindruckt hat? Also ich glaube erstmal die Räumlichkeiten tatsächlich. Also die Räumlichkeiten sind wunderschön. Als Historikerin ist man dann natürlich auch immer an allen Ecken und Enden interessiert an der Historie. Berlin bietet da auch sehr viel, der Reichstag bietet da sehr viel. Das sind erstmal irgendwie sehr schöne Eindrücke. Und insgesamt die Freundlichkeit und Höflichkeit und Hilfsbereitschaft aller MitarbeiterInnen im Bundestag und in der Verwaltung sind wirklich der Wahnsinn. Also das ist wirklich, was mich überwältigt hat und beeindruckt hat. Und das hat mich in den ersten Tagen und Wochen frohen Mutes gestimmt, da tatsächlich irgendwie eine schöne und gute Zeit zu haben, weil man sehr viel Unterstützung auch erfährt. Sie haben ja gerade schon so eine kleine Pizza-Connection hier geknüpft mit Ottilie Klein von der CDU. Es klang so in dem, was ich aufgeschnappt habe, als ob alles noch ziemlich Gewusel ist, oder? Ja, es ist tatsächlich noch ziemlich viel Gewusel, weil natürlich
sich nach einer Wahl erstmal alles so ein bisschen finden muss. Es muss geschaut werden, wo sind die Räumlichkeiten von allen. Es gibt bis zu 4000 Umzüge, wurde gesagt. Das muss erstmal alles gemacht werden. Das heißt, Räumlichkeiten werden neu zugeteilt. Man muss schauen, wo man überhaupt hin kann, muss. Das sind alles irgendwie so ein bisschen Gewuselphasen. Aber ich glaube, das legt sich dann auch hoffentlich nach ein paar Monaten ein bisschen. Aber ich glaube, ein bisschen Eingewöhnungszeit wird es noch brauchen. Also ich glaube, nächste Woche wird noch nicht alles easy peasy laufen, würde ich jetzt mal sagen. Und von den 100 Tagen, nach denen man eine erste Bilanz zieht, sind Sie ja zum Glück noch entfernt. Bis dahin können Sie noch einiges reißen. Frau Klein, was hat Sie besonders beeindruckt jetzt in den Tagen nach der Wahl, in den Wochen? Also bei mir gab es tatsächlich diesen einen Moment, 2 Tage nach der Wahl. Da hatten wir direkt die Fraktionssitzung. Die Fraktion hat sich konstituiert. Wir haben einen neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Und aufgrund der Corona-Lage haben wir im Plenarsaal getagt. Also das heißt, ich kam da rein und ganz vorne der große Bundestagsadler. Das war ein ganz erhebender Moment für mich, wo ich wirklich auch nochmal gedacht habe, so, boah, ja, darum geht's hier. Und hat mich sehr bewegt. Ich könnte mir vorstellen, wenn man diesen Adler da sieht mit dem breiten Kreuz, da ist auch eine Menge Verantwortung jetzt auf Ihrer beider Schultern, oder? Absolut, so ist es. Aber dafür sind wir ja auch angetreten. Wir wollen ja auch was verändern im Deutschen Bundestag. Und also ich freue mich riesig auf die Arbeit. Ich bin auch schon ganz ungeduldig. Und wie die Kollegin eben schon sagte, es ist noch alles noch ein bisschen ja in der Schwebe. Wir haben noch keine Räumlichkeiten und so weiter. Aber ich glaube, dass wir uns ganz gut trotzdem zurechtfinden und freuen uns, glaube ich, alle auf die Arbeit. Können Sie noch erzählen, weil Sie ja die Fraktionssitzung schon erwähnten, das Besondere an diesem Bundestag ist ja, dass wahnsinnig viele neue Abgeordnete da reingekommen sind. Wie haben Sie das erlebt, so diese Parallelität von alten, erfahrenen und neuen? Also wir bei uns in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion hatten tatsächlich ein Bootcamp jetzt letzte Woche, also so 2-3 Tage Ausbildungslager, in dem wir dann nochmal erklärt bekommen haben, wie funktioniert eigentlich so eine Fraktion, wie entsteht ein Gesetz. Also wir wurden da sehr gut an die Hand genommen und ich fühle mich da als neue Abgeordnete wirklich sehr wohl und gut aufgenommen. Ich hatte auch tatsächlich bei dieser Fraktionssitzung einen ganz interessanten Moment, als dann die ganzen erfahrenen Politiker auf mich zugekommen sind und mich dann namentlich ansprachen und ich mich dann immer wunderte, kennen wir uns? Und dann sich eben klar herausstellt, naja, klar, sie sehen mich natürlich auf den Plakaten, ne? Und deswegen bin ich da schon total bekannt, obwohl ich noch ganz neu bin. Ja, das ist toll. Das ist ein totaler Standortvorteil der Berlinerin. Ja. Das haben wir gerade auch gemerkt. Ja. Weißt du, ihr Bildnis hing woanders in Bayern. Das habe ich hier nicht sehen können. Wie war das für Sie? Ikonen, sage ich mal, wie Claudia Roth oder so, und dann kommen ganz neue. Wie ist so das Verhältnis gefühlt von Alten und Jungen? Ach, tatsächlich sehr entspannt und eigentlich sehr schön. Also es kam in den ersten Tagen, also es mit dem Bootcamp war ähnlich, es war ein bisschen wie so eine Ersti-Woche tatsächlich. Also man hatte verschiedene Veranstaltungen, wo man hingegangen ist, wo man so ein bisschen gelernt hat, was sind Verhaltensregeln, was darf man, was nicht. Das wurde auch von der Bundestagsverwaltung zum Teil angeboten, also total super alles. Und in der Fraktion mit den 118 Abgeordneten ist es tatsächlich, in den ersten Tagen war es wie ein tagelanger Parteitag eigentlich. Man kennt sich irgendwie und hat sich schon mal gesehen und hatte auch schon mal gute Gespräche am Rande des Parteitages. Und jetzt hängt man dann so mehrere Tage miteinander rum und das ist eigentlich total nett. Und das ist auch total schön, sich dann wiederzusehen und dann auch zusammen zu arbeiten tatsächlich. Mhm. Also ich glaube, das begreift man gerade noch nicht so richtig, weil die Arbeit eben noch nicht angefangen hat. Aber ich glaube, das wird sich so ein bisschen legen, aber es ist auch sehr schön, auch auf Erfahrung dann auch so ein bisschen zurückzugreifen, gerade wenn man neu ist. Ja, ich freue mich, dass wir gleich ja auch auf die Erfahrung von Gide Jensen zurückgreifen können. Das wäre jetzt spannend zu hören, wenn sie sich zurückerinnert an den ersten Eindruck und wie es nun tatsächlich ist. Vielleicht kommen wir da noch zu. Herr Thürmer, Sie sind persönlich nicht im Bundestag. Aber über die sagenhaften 49 Jusos in der SPD-Fraktion wirken Sie ja auch als stellvertretender Bundesvorsitzender mit ins Parlament. Die FAZ geht ja sogar so weit, dass sie sagt, Olaf Scholz werde ein abhängig Beschäftigter der Jusos. Fühlen Sie sich in gewisser Weise auch vertreten? Also zunächst einmal war das natürlich die Freude sehr groß über diese vielen 49 jungen Stimmen im Parlament, was aber richtig ist, was auch schon häufig gesagt wurde, dass das natürlich kein monolithischer Block ist, also nur weil sie alle unter 35 Jahren sind, heißt das nicht, dass sie praktisch auch alle in allen Einzelfragen einer Meinung sein werden, aber ich gehe davon aus, dass schon in vielen Bereichen durch diese 49 neuen Gesichter
ganz viel frische Energie in den Bundestag kommen wird und auch bei vielen Themen, jugendpolitischen Themen, aber nicht nur jugendpolitischen Themen, sondern bei vielen Zukunftsthemen, dort frische Impulse davon ausgehen werden. 49 Leute, 20% der Fraktion, das ist ein beachtlicher Erfolg und wird hoffentlich ja, ein paar ja, neue Impulse nach Berlin bringen. Und wenn Sie die beiden so hören, hätten Sie auch Lust, ins Parlament zu gehen in Zukunft? Also ich glaube, es ist wichtig, dass man innerparteilich gute Aufgabenteilung findet. Im Bundesvorstand begleiten wir Politik kritisch, solidarisch immer, unterstützen unsere Abgeordneten im Parlament inhaltlich. Andersrum sind natürlich auch immer Impulse vorhanden. Also ich fühle mich ganz gut aufgehoben dort, wo ich jetzt bin und werde damit auch weiter, genauso wie der ganze JUSO-Bundesvorstand, die Politik in Berlin begleiten. Das hat man, glaube ich, in der Vergangenheit ja schon das ein oder andere Mal mitbekommen, dass das ganz gut funktioniert. Sie haben gerade den schönen Begriff geprägt, Sie begleiten das kritisch solidarisch. Wenn man außen ist, das mag ja ein Vorteil sein, dann hat man wahrscheinlich mehr Beinfreiheit als zum Beispiel Ihre als Ihre Chefin gewissermaßen der Jusos, Frau Rosenthal, die jetzt selber im Bundestag ist. Also Sie müssen weniger Kompromisse machen und können die reine Lehre vertreten, oder? Naja, also ich glaube, dass wir da gar keinen Konflikt haben miteinander. Also wir haben einfach unterschiedliche Aufgaben. So als Jusos wirken wir vor allen Dingen in die Partei, gemeinsam mit unseren Juso-MdBs. Wir haben jetzt eine Phase, in der vor allen Dingen erstmal bei den Parteien die Frage der Koalitionsverhandlungen angesiedelt sein wird. Und dort wird es darauf ankommen, dass wir gut zusammenarbeiten. Und dort ist es eben ein Vorteil, dass wir so viele personelle Überschneidungen haben. Vor allen Dingen in der Person unserer Bundesvorsitzenden Jessica. Kevin Kühnert, unser ehemaliger Chef, ist ja auch in der Fraktion und als stellvertretender Parteivorsitzender vertreten. Also ich glaube einfach, wir haben da ein sehr breites Team. Ein Team wird dadurch besser, dass alle Positionen besetzt sind und wir nehmen eben einen davon ein. Okay, vielen Dank. Ich spare mir noch ein bisschen Zeit für dieses Thema auf, wenn gleich Frau Jensen dazu stößt und gehe schon mal einen Schritt weiter mit Ihnen dreien. Und zwar würde ich gerne auf das gucken, was so in der Luft liegt, finde ich tatsächlich. Aufbruchstimmung, davon ist überall die Rede und die Legislatur gilt ja schon als historisch, ehe sie überhaupt begonnen hat, aus ganz, ganz verschiedenen Gründen. Zum einen natürlich das Ende der langen Ära von Angela Merkel, dann die globale Erfahrung der Pandemie, die Auflösung der Weltordnung, wie wir sie kennen, die Zuspitzung in der Dringlichkeit von Themen wie Klimawandel gestalten. Der Umbruch aber auch in der Parteienlandschaft, also überall ist unfassbar viel zu tun. Und Frau Weißhaupt, jetzt sind Sie buchstäblich mit am Drücker da im Angesicht dieses Bundesadlers und gestalten das womöglich neue politische Miteinander mit, auf das so viele hoffen. Was wünschen Sie sich von der Zusammenarbeit im Parlament und was wollen Sie ändern? Tatsächlich bin ich damals oder habe ich angefangen, politisch zu engagieren, weil ich gesagt habe, es braucht eine Veränderung in der Politik in dem Sinne, dass ich meinte, Politik muss wieder mehr für die Menschen gemacht werden. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass sich Leute tatsächlich vertreten fühlen. Und ich habe gerade in den letzten Jahren immer wieder gemerkt, dass es irgendwie nicht so richtig der Fall ist, dass viele Leute immer gesagt haben, ja, Politik, das betrifft mich gar nicht oder die Politik macht auch gar nichts für mich. Also ich merke irgendwie nicht, dass sich in den letzten 4, 8, 16 Jahren tatsächlich was verbessert hat für mich. Und deswegen gehe ich vielleicht nicht mehr wählen, deswegen habe ich keine Lust mehr darauf und deswegen habe ich auch keine Lust mehr, mich damit zu beschäftigen. Und das finde ich eigentlich ziemlich traurig, weil ich mir denke, eigentlich geht uns Politik ja allen was an. Also jede Person hat etwas zu sagen. Jede Person hat ein Anliegen. Wenn es das ist, irgendwie der Bus kommt beispielsweise bei mir vor Ort nicht, dann ist das ein politisches Thema. Wenn ich sage, okay, meine Arbeitszeit, die ist zu lang und das ist zu anstrengend für mich und vielleicht auch mit 67 in die Rente zu gehen, wenn ich in der Pflege arbeite, das funktioniert für mich nicht, weil ich kann meinen Job bis 67 nicht vollziehen, weil das nicht körperlich nicht möglich ist. Und das sind viele Punkte, wo ich gesagt habe, das ist doch alles, sind alles politische Fragen, aber die Leute fühlen sich einfach überhaupt nicht abgeholt. Und warum ist das eigentlich so? Und eigentlich möchte ich gerne diesen Menschen wieder eine Stimme geben, die tatsächlich so ein bisschen ihre Hoffnung verloren haben, indem man ganz offen und ehrlich auf Augenhöhe einfach besprechen kann, was sind deine Anliegen und wie kann ich sie auch weitertragen. Und das sind Themen, immer wenn man jung ist, wird man automatisch gesagt, naja, du machst bestimmt Bildungspolitik oder Jugendpolitik, aber das muss man auch nicht unbedingt machen, sondern es gibt auch so viele andere Themen, die junge Menschen beispielsweise sich mit beschäftigen können. Und ein wichtiges Thema ist für mich da auch beispielsweise gar nicht jung gegen alt auszuspielen. Also ich finde es immer ein bisschen
komisch, dass es auch immer so hochgezogen wird, dass es irgendwie eine Konfliktlinie jung versus alt gibt. Aber die gibt es für mich zumindest nicht, sondern ich vertrete auch ältere Menschen. Ich vertrete sehr gerne ältere Menschen. Ich habe eine Zeit lang im Seniorenheim gearbeitet. Das ist eine sehr, sehr tolle Arbeit. Die erfüllt mich zumindest, mein Herz mit ganz viel Leben. Und deswegen ist diese Konfliktlinie, die künstlich auch immer hochgezogen wird, jung gegen alt, ist für mich immer sehr künstlich. Und deswegen würde ich mir da auch wünschen, beispielsweise auch als junge Person, gerade ältere Person beispielsweise, zu vertreten. Mhm. Wenn Sie sagen, Sie wollen Menschen vertreten, Sie sprechen ja was ganz Wichtiges an. Viele fühlen sich nicht vertreten, Stichwort Politikverdrossenheit. Und dem setzen Sie, Frau Klein, vielleicht auch etwas entgegen. Ich habe auf Ihrer Homepage gesehen, da schreiben Sie, der Mensch, nicht die Ideologie, müsse im Mittelpunkt stehen. Das klingt fast so ein bisschen ähnlich. Vielleicht können wir die Pizza Connection noch ausbauen. Und das ist sicher anders gemeint als die zermürbende Diskussion über Personalfragen, die wir nicht nur, aber auch in Ihrer Partei natürlich gerade besonders erleben. Was heißt das für Sie, der Mensch im Mittelpunkt? Und ist das bei Ihnen auch ein ähnlicher Gedanke, dass Sie den Eindruck haben, der Bundestag müsse mehr vertreten, was die Leute draußen wirklich beschäftigt? Absolut. Also ein ganz wichtiger Aspekt auch im Rahmen meiner Bundestagswahlkampagne war zu sagen, dass mir wichtig ist, dass sich Politik immer an der Lebensrealität der Menschen orientiert, weil ich einfach Sorge habe, dass sich Menschen nicht vertreten fühlen, dass sowas wie Politikverdrossenheit entsteht und sich so eine Gesellschaft auch immer mehr auseinanderdividiert. Und ich finde, wir brauchen mehr Miteinander und weniger Gegeneinander. Und ein Weg dahin ist, dass wir eben Politik machen, die für die Menschen transparent ist, die nachvollziehbar ist und die auch konkret ist und die sich eben an der Lebensrealität orientiert. Und das fängt ja in den Parteien an. Also Parlament ist das eine, aber Parteien sind das andere. Wie würden Sie das denn übersetzen, transparent machen und stärker vertreten, was die Leute tatsächlich in ihrer Lebenswelt beschäftigt? Wie übersetzt man das in Partei und in Parlamentsarbeit? Aus meiner Sicht im Rahmen eines Bürgerdialogs beispielsweise. Bürgernahe Politik ist angewiesen auf den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch sowas wie, dass man seinen Wahlkreis kennt. Also ich habe zum Beispiel eine ganz lange Zeit vor dem Straßenwahlkampf dazu genutzt, um auch mal in die Initiativen zu gehen und mit den Organisationen vor Ort zu sprechen, um zu erfahren, was sind eigentlich die Themen und Probleme vor Ort. Also nur mal so ein Beispiel zu geben. Ich war bei einer Obdachloseninitiative hier im Wedding, hier um die Ecke. Da geht es darum, dass man obdachlosen Frauen zunächst mal ein Dach über den Kopf gibt, aber sich dann auch um die anderen Probleme kümmert, die ja oftmals sehr komplex sind. Und da habe ich eben schon festgestellt, wie wichtig dieser Housing First Aspekt ist. Also, dass eben obdachlosen Menschen zuerst das Dach über den Kopf zur Verfügung gestellt wird und dann alles andere erst erfolgen kann. Sowas wie Sozialberatung, Schuldnerberatung und, und. Und ich bin nicht die bessere Sozialarbeiterin, aber meine Aufgabe als Politikerin ist es, da ein Ohr zu haben und zuzuhören, damit die Arbeit aus der Politik so getan wird, damit es den Sozialarbeiterinnen zugutekommt, damit die gute Arbeit leisten können vor Ort. Okay, danke. Herr Thümmer, der Bundestag wird deutlich jünger werden, diverser, auch viel vielfältiger. Und die Ampel verspricht uns einen ermöglichenden, lernenden und digitalen Staat. Das ist jetzt eine ganz schwierige Frage, die ich Ihnen stelle, aber Sie promovieren, ja? Deshalb traue ich Ihnen das zu. Wo sehen Sie eine entscheidende Neuerung im Staatsverhältnis, wenn man sagt, unser Staat ist ermöglichend, lernend, digital? Was ist denn dann anders? Also ich glaube, und da knüpfe ich an ein Lebensgefühl an, das, glaube ich, sehr viele in meiner Generation teilen. Wir haben jetzt alle erlebt, 16 Jahre der Regierung in immer ähnlichen Konstellationen, bei denen man den Eindruck hatte, dass Politik, der Staat vielleicht auch, den Anspruch aufgibt, aktiv zu gestalten und aktiv unsere Gesellschaft zu verändern. Wir haben eine Phase erlebt, in der wir hatten seit dem Zweiten Weltkrieg keine so lange und stabile Wachstumsphase, wie wir sie jetzt bis zu der Corona-Pandemie erlebt haben. Trotzdem sehen wir, dass an diesem Zugewinn an gesellschaftlichem Wohlstand nur sehr wenige partizipieren und sich für viele die Situation dadurch überhaupt nicht verbessern hat. Und wenn ich lese, dass wir einen ermöglichenden Staat wollen, dann glaube ich, dass wir dieser Grund
Idee, dass jedem, egal woher er kommt, egal mit welchen Startbedingungen, die Möglichkeit zum sozialen, zum ökonomischen, zum gesellschaftlichen Aufstieg gegeben wird, dass wir dieses Versprechen wieder einlösen, dass wir unsere Gesellschaft so transformieren, dass dieses Versprechen für jeden und für jede wieder wahr wird. Und das ist zumindest das, was ich mir darunter vorstelle, was ich als Wunsch ganz stark aus meiner Generation verspüre und wo ich versprechen kann, dass wir uns im Bundestag und als Jusos immer einsetzen werden. Und wenn Sie schauen, Sie haben ja sicher auch schon geguckt, wer da so einzieht in den Bundestag. Ich habe schon gesagt, allein 49 Jusos in Ihrer Blase ist klar. Dann fühlen sich die Leute, die Sie kennen, stärker im Parlament vertreten. Aber denken Sie, dass es auch insgesamt vielleicht ein Prä dieses Parlaments sein wird, dass es mehr Vielfalt verkörpert als bisher? Genau, also das betrifft nicht nur uns als Fraktion. Ich glaube, es betrifft uns als Fraktion gerade tatsächlich mit einigem Stolz. Das war in der Vergangenheit auch nicht immer so, aber doch recht stark. Aber ich sehe das genauso beispielsweise bei den Grünen. Wir haben gute Kontakte zur grünen Jugend. Wir stehen natürlich auch im Austausch mit der Jugendorganisation der FDP. Also auch wenn inhaltliche Differenzen natürlich immer bestehen, glaube ich, dass wir dort in ganz vielen Fraktionen jetzt einen Aufbruch erleben. Und ich hoffe sehr, dass sich das auch in der Arbeit jetzt zunächst in den Koalitionsverhandlungen, dann in der Regierungsarbeit zeigen wird, dass dort gemeinsam aus unterschiedlichen Richtungen kommen, doch nach gemeinsamen Lösungen gesucht wird. Und bislang mutet das ja alles, was wir da sehen, ganz positiv und hoffnungsvoll an. Okay, vielen Dank. Ich frage mal eben die Regie, wissen wir schon, wann Frau Jensen kommt oder haben wir da noch keine Infos? Wissen wir nicht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es jetzt tatsächlich, ist natürlich eine sehr wichtige Sitzung, Bundesvorstand, Sie haben es ja schon hinter sich, das Ja zur Ampel bei der FDP steht es, glaube ich, noch aus. Dann würde ich gerne die Zeit nutzen, Sie besser kennenzulernen und zu erfahren, was Sie persönlich an- und umtreibt, natürlich mit Blick auf Politik. Was sind Ihre wichtigsten Ziele? Wo wollen Sie sich besonders engagieren? Frau Klein, ich habe Sie vorhin etwas unbeholfen vorgestellt, habe gesagt, als Tochter von Russlanddeutschen, das war einfach bekloppte Grammatik, aber tatsächlich, Sie sind Tochter von Russlanddeutschen. Das mag erklären, warum Sie ein Thema auch in den Mittelpunkt stellen, was ich ehrlich gesagt sonst eher bei der SPD verorte, nämlich den Begriff der Bildungsgerechtigkeit. Damit öffnen Sie ja schon mal eine Schublade, ein Klischee, das zumindest in meinem Kopf ist, dass ich das jetzt parteipolitisch woanders verortet hätte. Aber was heißt das für Sie, Chancengerechtigkeit? Da haben Sie ganz recht, das hat tatsächlich auch biografische Gründe. Also ich bin auch in einer Arbeiterfamilie groß geworden. Meine Eltern sind, als sie nach Deutschland gekommen sind, mussten sie bei Null anfangen. Ihre Qualifikationen wurden nicht anerkannt und so haben sie eben ja sehr viel für wenig Geld arbeiten müssen. Und also ich bin mit harter Arbeit aufgewachsen. Ich habe zuerst die mittlere Reife gemacht auf der Realschule und bin dann sozusagen auch bildungstechnisch aufgestiegen bis zur Promotion und ja, ich weiß eben deshalb, wie schwer das ist einfach, ja, und wie die Strukturen sind in unserem Bildungssystem. Und gerade wenn ich hier an die Brennpunktschulen im Wedding schaue, dann denke ich, dass wir da ganz dringend ansetzen müssen, insbesondere in der frühkindlichen Entwicklung, da bei der Sprachentwicklung ansetzen. Es gibt ja diverse Bundesförderprogramme, auch für die Sprachkitas beispielsweise, um die Kinder, wenn sie denn dann ihren ersten Schultag beschreiten, auch wirklich gerüstet sind für alles das, was kommt. In Mitte ist es tatsächlich so, dass jedes fünfte Einschulkind kein Deutsch spricht. Und das bedeutet, dass jedes fünfte Einschulkind ab Tag 1 in der Schule schon zurückgeworfen ist. Und das ist einfach gar nicht mehr aufzuholen aus meiner Sicht. Wie fix sind denn diese Schubladen? Also ich habe die meine gerade gestanden. Ich verorte Chancengerechtigkeit eher als sozialdemokratisches Thema, vielleicht grün, aber eigentlich ist es, finde ich, originär sozialdemokratisch. Haben Sie den Eindruck, diese Zuschreibungen brechen sowieso auf und es ist weniger statisch als noch in meinem Kopf? Ja, das überrascht mich tatsächlich, dass Sie das so sehr mit der SPD verbinden. Also für mich ist das ein ganz klar christdemokratisches Thema. Aufstieg durch Bildung, aber auch, dass sich Leistung lohnen sollte. Also für mich ist das, war das nie irgendwas, was ich jetzt eher nicht bei der CDU verortet hätte. Übrigens ist die CDU ja auch eine sehr soziale Partei. Wir haben ja drei Strömungen, das Konservative, das Liberale, aber auch das Soziale. Und wir haben das Thema soziale Verantwortung ist bei uns ein ganz großes Thema. Und vielleicht ist es aber Aufgabe auch von uns jetzt im Zuge dieses Erneuerungsprozesses,
den wir uns jetzt ja annehmen werden, dass wir diese Strömungen auch noch mal deutlicher herausarbeiten, was das eigentlich bedeutet, damit diese Themen auch mit uns in Verbindung gebracht werden. Mhm. Und mit Ihnen, Frau Weishaupt, ne? Also mit Ihnen wird es auch ein grünes Thema, oder ist es ja sicherlich auch schon, aber Sie teilen die Erfahrung, dass die Chancen eben doch nicht gerecht verteilt sind und dass es auch für jemanden, Sie hatten es ja in dem Sinne leichter, als Sie Tochter deutscher Eltern sind, die hier groß geworden sind und etabliert und so weiter, aber Sie haben gemerkt, der akademische Hintergrund, der macht auch im Jahr 2000 irgendwas noch einen Unterschied. Ja, ich glaube, dass es dann halt ganz schwierig ist, tatsächlich sich zurechtzufinden an so einem großen, komplexen System Universität, wenn man kein Background-Wissen hat, also wenn man keinen Hintergrund hat, wo man sich einfach darauf stützen kann, wo man einfach mal nachfragen kann oder mit Eltern auch diskutieren kann, was die richtige Studiumswahl beispielsweise ist. Also ich glaube, das ist schon enorm schwierig. Aber es fängt ja nicht nur beim Studium an, sondern es fängt an bei der Einschulung, beim weiterführenden System. Ich habe in Niedersachsen Abitur gemacht und da finde ich es eigentlich erschreckend, dass nach der vierten Klasse entschieden wird, auf was für eine weiterführende Schule man geht. Dann wird dann entschieden nach der vierten Klasse, ob man beispielsweise aufs Gymnasium gehen darf. Und das ist für Kinder eine ziemlich harte Entscheidung, wenn da schon nach der vierten Klasse entschieden wird, wie eigentlich dein Leben weitergeht. Also das versteht man gar nicht. Die einzige Frage ist dann tatsächlich, oh, jetzt werde ich von meinen besten Freundinnen getrennt, weil irgendwie ich soll irgendwie aufs Gymnasium gehen, aber andere Leute nicht. Warum ist das so? Das verstehen Kinder gar nicht. Mhm. Und das ist, finde ich, so wahnsinnig ungerecht. Und es nimmt auch Entscheidungsfreiheit. Also ich glaube, was auch ganz wichtig ist, dass Kinder und Jugendliche in der Schule ganz wenig Entscheidungen selber treffen. Und das finde ich eigentlich erschreckend, dass man dann eigentlich mit 18 sagt, hier, geh hinaus ins Leben und triff deine Entscheidungen, du aber eigentlich gar nicht gelernt hast, wie man Entscheidungen trifft, weil du musstest nie eine treffen. Die einzige Wahl war vielleicht in der Oberstufe, dass man sich aussuchen konnte, welche Fächer man dann tatsächlich abwählen durfte. Das war dann irgendwie das riesige Ding, oh, ich habe keine Physik mehr oder oh, kein Latein mehr. Aber es ist die einzige Entscheidung tatsächlich, die man aktiv in der Schule getroffen hat. Und dann hat man auf einmal einen Abschluss und dann soll man auf einmal so viel entscheiden. Mhm. Und das ist eigentlich, wo ich sage, oh, da bereitet unser Bildungssystem junge Menschen eigentlich gar nicht darauf vor, tatsächlich. Sie beide müssen ja vielleicht bald auch eine Entscheidung treffen, nämlich die Entscheidung, ob Sie sich womöglich in einem Ausschuss engagieren und welcher das sein könnte. Und bei Ihnen, das haben Sie mir schon verraten, Sie liebäugeln nicht unbedingt mit dem Bildungsausschuss, da haben wir jetzt nur einfach mal eingangsweise dazu gesprochen, sondern mit dem Thema Gesundheit. Genau. Mhm. Ja, tatsächlich ist so ein Herzensthema Gesundheit und Pflegepolitik. Das wird immer in einem Ausschuss angesiedelt, aber bei mir ist es tatsächlich die Pflegepolitik, weil ich da nicht erst seit Corona tatsächlich sicher einiges im Argen liegt, sondern eigentlich seit Jahren, Jahrzehnten, gerade wenn man mit PflegerInnen spricht, in Altenheimen beispielsweise, dann ist es eigentlich erschreckend, wie seit Jahren da eigentlich Missstände tatsächlich sich reproduzieren einfach, tatsächlich da die vorherrschende Alltag tatsächlich ist und wie das nicht nur Patientinnen oder BewohnerInnen in Seniorenheimen kaputt machen, sondern auch die PflegerInnen. Und ich glaube, das ist ein Thema, was nicht unbedingt immer davon profitiert, wenn beispielsweise Ärztinnen sich damit befassen, sondern es auch darum geht, wenn vielleicht außenstehende Menschen sich damit befassen, wo ich einfach sage, es geht auch um auch beispielsweise junge Menschen wieder für die Pflege zu begeistern, die ein riesiges Netzwerk gerade bilden, um Pflege tatsächlich nachhaltig zu gestalten, denen aber kaum zugehört wird und wo auch beispielsweise die Ausbildungsbedingungen in der Pflege zum Teil gar nicht angegangen werden, weil man einfach gar keinen Blick darauf hat. Mhm. Und das sind viele Punkte, wo ich sage, oh ja, das finde ich spannend, da können wir einiges besser machen und darauf habe ich Bock. Mhm. Sagt Saskia Weishaupt, vielleicht künftig im Gesundheitsausschuss und Pflege. Wir werden sehen. Und das ist eigentlich ein ganz guter Moment, liebe Frau Jensen, Sie zu begrüßen. Sie kennen wir schon aus Ihrer Ausschussarbeit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich darf jetzt Gide Jensen begrüßen, frisch aus dem Bundesvorstand. Haben Sie schon Ergebnis? Haben Sie Ja gesagt zum Koalitionsvertrag? Oder müssen Sie? Ja, noch? Entschuldigung für die Verspätung, aber ich kann weißen Rauch bzw. Ampelrauch vermelden. Wir haben auch mit großer, großer Mehrheit für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen gestimmt. Und ich bin gespannt, was jetzt kommt. Gut, vielen Dank. Nicht ganz überraschend, aber doch gut zu wissen. Danke, Frau Jensen. Dann können wir aus manchem wäre jetzt den Indikativ warten. Sie sind in dieser Runde in
gewisser Weise eine Altgediente, gleichwohl sie ganz jung sind, weil sie schon vor 4 Jahren für die FDP in den Bundestag eingezogen sind. Und sie wurden gleich, wir sprachen ja gerade über Ausschüsse, gewählt zur Vorsitzenden des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Den Blick über den Tellerrand hat Gidi Jensen, die aus Schleswig-Holstein stammt, schon als Kind machen dürfen und lernen dürfen, weil ihre Eltern für einige Monate ein Gastkind aus der Nähe von Tschernobyl aufnahmen zu Hause. Gidi Jensen hat Nordamerikanistik und internationale Politik studiert und sie will auch Jüngeren vermitteln, wie wichtig politisches Engagement ist. Frau Jensen, wir haben natürlich schon ein bisschen in den ersten 20 Minuten jetzt über den Bundestag gesprochen, über die Eindrücke der beiden, Frau Klein, Frau Weishaupt, die da neu einkommen. Könnten Sie da noch mal einen kurzen Rückblick für uns machen? Erinnern Sie sich, was so Ihre Erwartungen waren und jetzt mit den 4 Jahren Erfahrung, wo weicht die Realität sehr ab von dem, was Sie sich von der Arbeit im Bundestag erwartet haben, vielleicht einmal im Guten und im Schlechten? Dann starte ich mit dem Schlechten. Also die 4 Jahre sind super schnell vergangen. Das ist etwas, was ich so in der Rückschau feststelle. Gefühlt bin ich immer noch minus 4 Jahre, vielleicht nicht unbedingt von den Falten auf der Stirn, aber so von der Art und Weise, wie man noch an viele Sachen rangeht, weil die Zeit dann doch sehr, sehr schnell vorbei war. Ich bin deswegen auch ganz persönlich ein großer Freund davon, vielleicht auch in 5 Jahreslegislaturen zu denken, wie man das von den Landesparlamenten, von den meisten zumindest kennt. Und dass die Zeit so schnell vergangen ist, finde ich, ist in dem Fall negativ, weil wir am liebsten noch mehr Zeit gehabt hätten, über bestimmte Dinge noch eingehender zu diskutieren. Aber die neue Legislatur steht jetzt ja vor der Tür. Nächste Woche wird der neue Bundestag konstituiert und dann geht's weiter. Ich würde übrigens sagen, dass, und vielleicht dann zum Positiven gehen, das, was man häufig denkt, was einen Unterschied macht, ist, habe ich gar nicht so sehr festgestellt, nämlich das Alter. Ich bin jung in die Politik gekommen oder in den Bundestag gewählt worden, aber ich habe festgestellt, dass wir dann doch an vielen Stellen ähnliche Herausforderungen hatten als neue Abgeordnete, unabhängig unseres Lebensalters. Ich habe einen guten Kollegen in der Fraktion, Thomas Sattelberger, der ist über 70. Und der ist genauso, sag mal, agil an bestimmte Fragen und Herausforderungen rangegangen, wie ich das von mir auch behaupten würde oder von anderen. Also es geht da nicht so sehr darum, wie das Lebensalter ist, sondern ich glaube eher, wie der Blick auf bestimmte Fragen, auf bestimmte Probleme oder Herausforderungen steht. Und im Bundestag muss ich feststellen, mahlen bestimmte Mühlen noch sehr langsam. Und das ist etwas, das habe ich erwartet. Ich habe es aber an einigen Stellen dann doch schneller erwartet. Und ich bin gespannt, ob wir vielleicht auch politisch einige Sachen in der kommenden Legislatur angehen können. Vielleicht der Fun Fact, in diesem Jahr wurde das Faxgerät abgeschafft. Wow. Ich habe in meinem Leben noch kein Fax verschickt und dachte auch nicht, dass ich 2017 damit starten müsste. Das ist sowas, das zeigt vielleicht so sinnbildlich den Stand, auf dem man an einigen Stellen noch ist und mit dem man zu tun hat. Und je jünger Abgeordnete werden, und wir haben jetzt einige, die sind Anfang 20 dabei, die werden noch weniger Verständnis dafür haben. Und da, glaube ich, ist dann wirklich der Unterschied zwischen den Generationen, die sagen, das geht gar nicht mehr und das können wir auch nicht nach außen irgendwo vermitteln, wenn wir von anderen Stellen erwarten, dass Digitalisierung großgeschrieben wird. Sie haben gesagt, von der Geschwindigkeit der Prozesse sind Sie etwas enttäuscht. Das liegt ja sicherlich nicht nur am Faxgerät, an technischen Dingen, sondern auch daran, wie man Politik gestaltet. In der letzten Zeit haben wir über einen Umstand gesprochen, der viele Bürgerinnen und Bürger empört hat, auch wenn sie es vielleicht erst im Nachhinein mitgenommen haben. Ich will das mal als Beispiel nennen für vielleicht wenig pragmatische, sondern ideologiebehaftete Arbeit im Bundestag. Das war dieser Antrag der Grünen Fraktion, Menschen, Ortskräfte aus Afghanistan rauszuholen. Da hatte die FDP einen eigenen, recht ähnlichen Antrag gestellt, hatte sich deshalb enthalten und CDU und SPD hatten dagegen gestimmt, wobei ja vermutlich der einzelne Mensch jeweils sagen würde, ja sicher, das ist ein gutes Anliegen. Aber darüber schwamm so die Überzeugung, Anträge der Opposition lehnen wir prinzipiell ab. Also das ist etwas, was vielen Leuten aufgestoßen ist, weil da so offensichtlich nicht pragmatisch, sondern ideologisch gehandelt wird. Jetzt kommen so viele
neue Menschen, ob sie nun jung sind oder älter, wie damals Thomas Sattelberger, der von der Telekom kam. Aber es kommen viele neue Abgeordnete ins Parlament. Das Parlament, haben wir hier schon ordentlich drüber gesprochen, wird deutlich diverser sein. Haben Sie die Hoffnung, dass damit vielleicht auch solche ideologischen Dinge sich so ein bisschen aufweichen und es pragmatischer zugeht, wie wir es zum Beispiel aus dem Europaparlament kennen, wo man mehr themenbezogen argumentiert? Also einerseits kann ich das hoffen und ich glaube auch an der einen oder anderen Stelle wird das der Fall sein. Der Vergleich mit dem Europaparlament, der hinkt natürlich insofern, als dass es da ja immer wieder neu verhandelte Mehrheiten geben kann. Es gibt ja nicht die eine Regierung, die in einer Koalitionsmehrheit ihre Ideen umsetzen möchte. Das ist vielleicht der Unterschied. Ich könnte mir aber vorstellen, zumindest so wie ich jetzt, ich habe nicht an den Sondierungsgesprächen für die Ampel teilgenommen, aber das, was uns immer wieder auch rückgemeldet wurde, war, dass das Vertrauen sehr, sehr gut war. Ich kann natürlich auch nicht für die noch amtierende Große Koalition sprechen, aber ich glaube, dass die Vertrauensbasis an einigen Stellen vielleicht ausbaufähig war oder ist. Und wenn ein Vertrauen da ist und auch die Gesprächsbereitschaft über bestimmte Ideen auch fraktionsübergreifend und auch Koalitionen erweitern zu sprechen, dann gehe ich schon davon aus, dass da Möglichkeiten bestehen. Es kommt natürlich sehr darauf an, welche Themen es betrifft. Jetzt haben Sie das Beispiel mit den Ortskräften und Afghanistan gebracht. Da ist es natürlich sehr augenscheinlich und ist auch in der Öffentlichkeit absolut verständlich, dass es genau diesen Aufschrei ausgelöst hat. Es gibt bei wesentlich kleineren Dingen aber ähnliche Abstimmungsverhalten. Und ich glaube, da müsste man dann eher ansetzen, einfach mal fraktionsübergreifender zu arbeiten, wie wir das in dieser Legislatur auch versucht haben. Vielleicht nicht jetzt nur bei diesen riesigen Themen, wo es auch einfach dann Ansätze gibt, wie in den Fraktionen diskutiert wird, Stichwort Afghanistan. Aber dieser Pragmatismus, den wir in der Politik, glaube ich, mehr leben sollten, um ihn auch erklären zu können nach draußen, weil wir machen das ja nicht als Selbstzweck, den würde ich uns raten, weil auch dann Politik ganz anders Spaß macht, weil sich ja auch Mehrheitsverhältnisse ändern können. Das erleben wir jetzt ja gerade. Vielleicht noch eine Frage, bevor ich Ihnen eine Atempause könne, liebe Frau Jensen. Jetzt haben wir ja so ein bisschen Nachholbedarf mit Ihnen. Christian Lindner hat gesprochen von einer Zäsur in der politischen Kultur. Sie haben ihn gerade erlebt. Wie würden Sie das interpretieren? Was meint er? Meint er diese Hinwendung zu mehr Pragmatismus oder wie interpretieren Sie das? Ich glaube, ein Teil seines Gedankens ging in die Richtung, dass wir eine veränderte Parteienlandschaft haben. Wir haben nicht mehr die klassischen großen Volksparteien und kleinere Parteien, die dann das Zünglein an der Waage sind, um eine Regierung zu bilden, sondern wir haben erstmals jetzt den Weg geebnet für Koalitionsverhandlungen in einem Dreierbündnis auf Bundesebene. Wir kennen jetzt so die ersten Bündnisse auf Länderebene, die teilweise auch schon bestätigt wurden. Ich glaube, das ist auch wichtig zu zeigen, dass es da die volle farbliche Bandbreite gibt an möglichen Kooperationsgedanken. Aber wir werden, glaube ich, in Zukunft nicht mehr unbedingt zurückkommen zu diesem eine große und eine kleine Partei schließen sich zusammen und erarbeiten zukunftsfähige Ideen oder Konzepte. Das ist etwas, was eine Zäsur ist und vielleicht noch so dieses Zwischenmenschliche, was ich glaube, was man nicht geringschätzen darf, vor allen Dingen nicht in dieser Anfangszeit von Verhandlungen. Wir haben jetzt hier in Schleswig-Holstein eine Jamaika-Koalition. Auch da ist die Arbeit nicht immer einfach. Aber man hat sich auf eine Grundüberzeugung, wie man die nächsten 5 Jahre in dem Fall und jetzt hier hoffentlich dann die nächsten 4 Jahre gestalten will, geeinigt. Und wenn dieses Vertrauen da ist, dass sich auch Gesprächspartner verlassen können darauf, dass eben Vertraulichkeit nicht gebrochen wird, und das hat ja funktioniert, dann ist das etwas, was wir im politischen Alltag, glaube ich, noch viel zu wenig gesehen haben. Und auch das würde ich als Zäsur begreifen. Okay, vielen Dank fürs Aufholen. Dankeschön, Frau Jensen. Ich würde gerne mit Ihnen jetzt schauen, auf die vermutlich größte Aufgabe der Weltgemeinschaft, die große Transformation in Richtung klimaverträgliche Gesellschaft. Das ist ja eine Weltgemeinschaft zugleich, die sich versprochen hat, mit den Entwicklungszielen der Vereinten Nationen niemanden zurückzulassen. Das ist ein sehr, sehr dickes Brett, das letztlich alle
Politikfelder vereint. Das finde ich jetzt für unsere Diskussion nicht nur deshalb interessant, weil es vielleicht das wichtigste und dickste Brett ist, sondern auch deshalb, weil sich da eigentlich alle Ansätze verbinden. Jeder Sektor, auch Gesundheit, Pflege, kann man nachhaltig gestalten. Und insofern ist das, glaube ich, eine ganz gute Gelegenheit, mit Ihnen zu schauen, aus welcher verschiedenen Perspektive Sie da drauf schauen und welche Dinge Ihnen da wichtig sind. Herr Thürmer, vielleicht könnten Sie mal anfangen. Ich weiß, Sie sind ja generell als Ökonom sehr interessiert an Wirtschaft, Finanz und Digitalpolitik. Auch das hat natürlich eine ganze Menge mit der großen Transformation zu tun. Worauf kommt es da an aus Ihrer Sicht? Ja, so in der Tat und vor allen Dingen bei der Wirtschaftspolitik ist ein wichtiger Bestandteil, der meiner Ansicht nach in den letzten Jahren etwas vernachlässigt wurde, die Industriepolitik. Und das ist vor allen Dingen für Deutschland interessant. Wir sind tatsächlich, wenn man so will, eigentlich die letzte richtig große verbliebene europäische Industrienation. Ein Großteil der Wertschöpfung findet im Bereich der Industrie, der industrienahen Dienstleistungen statt. Dort werden auch in der Regel sehr gute Löhne bezahlt. Und insgesamt muss man sagen, dass, glaube ich, die Herausforderung, diesen Sektor innerhalb, auf relativ betrachtet einem extrem kurzen Zeitpunkt, wenn wir die Pariser Klimaziele einhalten wollen, diesen ganzen Sektor zu transformieren in eine CO2-neutrale Produktionsweise, das ist meiner Ansicht nach die spannendste und wichtigste Aufgabe, die sich dieser Nation irgendwie in den nächsten Jahren stellt. Und wir haben da in der Vergangenheit sehr, sehr viel über Jahreszahlen diskutiert. Und das war auch richtig und wichtig. Und ich bin auch glücklich darüber, dass jetzt in dem Sondierungspapier sich mit 2030 eine neue Jahreszahl findet. Aber wir müssen uns nichts vormachen. Am Ende beispielsweise die Frage nach dem Ausstieg aus so etwas wie der Kohleverstromung, die entscheidet sich nicht daran, was man heute für Jahreszahlen aufschreibt allein, sondern die entscheidet sich daran, ob es politisch gelingen wird, einen Prozess zu organisieren, der binnen kürzester Zeit Energiesicherheit durch erneuerbare Energien herstellt. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, die sich dieser Regierung industriepolitisch ganz massiv stellen wird, zu beschreiben, wie geht das denn? Wie gelingt es uns, gleichzeitig aus der Kohleverstromung, gleichzeitig aus der Atomenergie auszusteigen, massiv viel stärker als bislang erneuerbare Energien aufzubauen, an Speichertechnologien zu arbeiten, was unglaublich relevant, gerade für die Industrie ist. Da haben wir mit der Wasserstoffstrategie irgendwie erste gute Ansatzpunkte gesehen, aber da fehlt noch sehr viel, damit das im Ergebnis auch erfolgreich sein kann. Und ob dieser Regierung, und das hat wirklich diese Regierung in der Hand, das in den nächsten 4 Jahren gelingen wird, das wird im Ergebnis darüber entscheiden, ob es uns gelingen wird, diesen wichtigen Industriestandort, die vielen gut bezahlten Arbeitsplätze in dem Bereich, rüber zu retten ins 21. Jahrhundert und vielleicht sogar zum Zukunftssektor zu machen, wo noch mehr Beschäftigung, noch bessere Beschäftigung entsteht. Für mich ist das eine der Kernherausforderungen, die sich uns in den nächsten Jahren stellt. Und ich glaube, dort einen Fokus drauf zu legen mit einer neuen, einer proaktiven Wirtschaftspolitik, das wird die große Herausforderung sein. Vor allen Dingen, wenn man das Ganze innerhalb der Schuldenbremse und ohne höhere Steuererhöhung schaffen will. Ja, da wollte ich tatsächlich noch kurz nachfragen, wenn Sie es vielleicht ähnlich kurz beleuchten können, wie Sie es gerade schon anklingen haben lassen. Also es geht ja zum einen darum, künftigen Generationen keine größeren ökologischen Schulden aufzubauen, aber es geht natürlich auch um die Finanzen. Das ist so ein bisschen die Quadratur des Kreises oder ist das eine realistische Aufgabe? Naja, also Hätte man mich gefragt, ich weiß, das ist auch eine Frage, die breit diskutiert wird in unserer Partei, spricht erstmal viel dafür, wenn man Negativzinsen auf Schulden zahlt, diese auch aufzunehmen. Also das würde Ihnen auch jeder Ökonom in jedem Unternehmen unmittelbar raten, dass wenn man noch Geld dafür bekommt, Schulden aufzunehmen, dass das vielleicht gar keine dumme Idee ist, wenn man auf der anderen Seite einen Investitionsstau hat, der sich weiter ansammelt. Deswegen, ich denke, das, was für unsere Generation bedrohlich ist dieser große Investitionsstau, den wir im Bereich der Infrastruktur, auch teilweise im Bereich der Industrie sehen, dass der sich eben verfestigt. Und wir haben jetzt, aber wir sehen jetzt schon, wie praktisch ÖkonomInnen, die vor einigen Jahren noch die Schulden als das größte Problem gesehen haben, so der Chef des IFO-Instituts, früher Hans-Werner Sinn, hat immer ganz stark vor Schulden gewarnt. Jetzt ist er fleißig dabei,
Konzepte zu entwickeln, wie man effektiv sich als Staat trotzdem verschulden kann, auch unter den Bedingungen der Schuldenbremse, um weiter zu investieren. Also wir sehen im Moment auf allen Bereichen ein Umdenken. Weg davon, dass man eben die schwarze Null als irgendwie so einen Fetisch in den Raum stellt und niemand weiß so recht, warum man sich daran halten soll, hin dazu, dass man sich konkret Strategien überlegt mit Investitionsgesellschaften oder mit Transformationsfonds, wie auch immer man das jetzt politisch regeln wird, dass man die Handlungsfähigkeit des Staates herstellt, um die großen Aufgaben, um da mal eine Zahl zu nennen, Gewerkschaften und Industrie haben 2019 gefordert, dass man eigentlich 45 Milliarden Euro zusätzlich investieren muss pro Jahr, um diese Aufgaben zu erledigen als Bund, um das hinzubekommen. Ich glaube, das werden wir auch irgendwie schaffen, denn ich beobachte auf ganz vielen Ebenen da ein großes Umdenken in den letzten Jahren. Danke. Und wie genau wir das schaffen werden, ich glaube, das Interesse daran eint uns, das wird ja noch auszubuchstabieren sein, auch im Koalitionsvertrag. Frau Klein, Sie haben mir erzählt, ich hatte Sie gefragt, warum haben Sie sich entschieden, sich in der CDU zu engagieren? Es hätte ja auch woanders sein können. Und Sie haben geantwortet, weil die CDU Vernunft, Freiheitsliebe und soziale Verantwortung vereint. Wenn man jetzt mit diesem dreifachen Blick auf das Thema Umgestaltung in eine klimaverträgliche Gesellschaft schaut, was heißt das für Sie, was sind für Sie wichtige Punkte? Ja, vielen Dank, dass Sie da nochmal drauf eingehen. Also vielleicht auch direkt anknüpfend an Herrn Thürmer würde ich sagen, dass die schwarze Null ist ja kein Fetisch, sondern das ist gelebte Generationengerechtigkeit. Und um auf Ihre Frage nochmal einzugehen, das Thema Freiheit, Wirtschaft bzw. wirtschaftliche Vernunft und soziale Verantwortung, das sind für mich alles drei Werte, die und Herangehensweisen, die wichtig sind, um alle möglichst mitzunehmen bei politischen Entscheidungen. Weil wir können eben gerade beim Thema Klimaschutz, das ist was eine, wie Sie richtig sagen, eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Und gleichzeitig müssen wir eben schauen, dass wir die Bürger da möglichst mitnehmen, was die Akzeptanz angeht. Und dass wir auch da keine neuen sozialen Schieflagen schaffen, wie es ja unter anderem bestimmte Konzepte mit dem CO2-Preis vorsehen. Also ich stimme Herrn Thürmer dahingehend zu, Stichwort klimaneutrales Industrieland, das ist die Position der CDU, das stand bei uns im Wahlprogramm und da bleibe ich auch dabei, das Thema Ökologie und Ökonomie zu verbinden, das ist das, was wir vorhaben und wir werden da in unserer Oppositionsrolle, die wir wahrscheinlich annehmen werden, sehr genau der Regierung auf die Finger schauen und werden eben sehen, ob das, was Sie vorschlagen, wirklich im Sinne der Allgemeinheit und des Gemeinguts ist und uns voranbringt vor allen Dingen. Mhm. Dankeschön, Frau Klein. Sie haben von Akzeptanz gesprochen, da können wir gleich weitermachen. Frau Weißhaupt, die Grünen haben ja auch betont, es muss sozial gerecht sein. Wie kriegt man das überein? Ja, wenn wir immer von sozial-ökologischer Transformation reden, dann hört sich das immer so riesig und irgendwie so komplex an, aber eigentlich kann man das ja runterbrechen, dass wir das eine Problem haben, dass in ein paar Jahrzehnten dieser Planet nicht mehr bewohnbar ist, dass das ein riesiges Problem ist. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gerade das Problem, dass es Menschen in diesem Land, was sehr reich ist, es ihnen sehr schlecht geht. Dass sie beispielsweise von ihrem 40-Stunden-Job nicht leben können und beispielsweise aufstocken müssen mit Hartz IV. Und das sind zwei Probleme. Und diese Probleme werden aber immer wieder gegeneinander ausgespielt. Das heißt, entweder wir können jetzt diesen Planeten retten oder wir können die Leute beispielsweise angemessen für ihre Arbeit bezahlen. Aber beides zusammen, das funktioniert irgendwie nicht. Und diese Konfliktlinie wird zumindest in meiner Generation oder auch in meiner Bubble immer sehr hochgezogen. Also gerade wenn ich in meinem Umfeld gesprochen habe, wo ich gesagt habe, ich kandidiere für den Grünen, wurde immer gesagt so, ah ja, die wollen das Auto verbieten. Und wenn die Grünen regieren, dann wird alles ganz, ganz schlimm und niemand kann sich mehr irgendwas leisten. Und das finde ich totaler Quatsch, weil ich finde, es darf nicht passieren, dass wir die soziale Gerechtigkeit gegen auch eine ökologische Gerechtigkeit, die auch gerade die junge Generation verdient, gegeneinander ausspielen. Und ich glaube, es ist ein Irrtum, wenn wir immer sagen, ja, das funktioniert nicht. Ja, aber die Politik ist doch dafür da, dass sie es möglich macht. Also es muss doch Konzepte, und da gibt es Konzepte, Ökonomen sagen es beispielsweise, es sagen WissenschaftlerInnen, es sagen Menschen in der Zivilgesellschaft, die es auch fordern, die sagen, es muss sozial und ökologisch muss zusammengedacht werden. Beispielsweise, indem man ein Energiegeld macht, was den BürgerInnen tatsächlich auch was zurückgibt. Das heißt, wenn man weniger CO2 tatsächlich verbraucht, dass man auch was zurückbekommt. Also es gibt Konzepte, die das möglich machen. Und ich finde es immer ein Humbug zu sagen, ach ja, da können wir jetzt nichts machen. Ja, okay, also dann
kann ich verstehen, warum Menschen das Vertrauen in die Politik einfach verlieren, wenn Politik immer sagt, ja, das geht halt einfach nicht. Das funktioniert jetzt einfach nicht. Wir können euch leider nicht besser bezahlen. Der Planeten, ja, wird halt jetzt ein bisschen wärmer, müsst ihr euch nicht so anstellen. Also ich glaube, das sind Punkte, wo man einfach dann auch so ein bisschen verzweifelt und wo ich auch sehr stark verzweifle, wenn immer gesagt wird, ja, da müssen wir noch mal schauen und da gibt es ja verschiedene Interessen. Ja, die gibt es, aber die Politik ist dafür da, sie zusammenzudenken. Mhm. Und wenn ich sage, viele Menschen leben beispielsweise an einer Armutsgrenze, gerade Kinder und Jugendliche leben sehr häufig in Deutschland in Armut, dann sage ich, das kann doch nicht sein, aber das darf auch nicht mit Klimaschutz gegeneinander ausgespielt werden. Und ich will mich da nicht entscheiden, da muss man sich auch nicht entscheiden. Und deswegen ist für mich immer auch der große Punkt, ja, den Grünen wird immer Klimaschutz zugeschrieben. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, wie man Politikfelder einzelnen Parteien zuschreibt. Und es ist immer eigentlich ganz spannend, wenn man so sieht, wie sie Schubladen denken, dann funktioniert also Bildungspolitik, Chancengerechtigkeit ist irgendwie eher SPD und Klimaschutz, ah ja, das machen die Grünen und Digitalisierung macht dann die FDP. Aber ich glaube, wir müssen auch anfangen, über Parteigrenzen hinweg eben Themen breiter einfach zu sehen. Also ich glaube auch, dass Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zusammengehört und es gehört auch bei den Grünen zusammen. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass die Union auch Bildungspolitik kann, auch wenn sie natürlich eine andere Vorstellung von Bildungspolitik hat, aber trotzdem macht sie das ja. Mhm. Und ich glaube, da würde ich mir manchmal wünschen, dass man auch nicht immer diese Schubladen, ich weiß, man macht es immer so ein bisschen automatisch, aber dass man das auch vielleicht manchmal schafft, nicht immer diese Zuschreibungen zuzulassen, sondern auch da tatsächlich zu schauen, wo es die verschiedenen Lösungen tatsächlich gibt. Man zusammen an einen Tisch bringt, bei drei KoalitionspartnerInnen wird es nochmal anstrengender. Aber ich glaube, dass das ein ganz guter Wurf werden kann mit der Ampel, die gerade, glaube ich, ganz viel Pressure so ein bisschen erfährt. Aber ich glaube, es kann spannende 4 Jahre werden. Dankeschön. Dann gucken wir mal auf eine andere Vertreterin der möglichen Ampel, Gide Jensen. Wir haben jetzt vorwiegend über die nationale Perspektive gesprochen und lassen Sie uns nicht den Fehler begehen, den wir ja im Wahlkampf begangen haben, dass Außenpolitik so gering Thema war, große Transformation, Klimawandel. Ich sagte das eingangs, ist eine Menschheitsaufgabe, natürlich eine, die man international lösen muss. Welche Rolle spielt da die Außenpolitik? Und ist das übrigens auch ein Feld, das in Ihrem Mittelpunkt stehen soll in der nächsten Legislatur? Ich hatte die anderen gefragt, wo Sie so Ihre Schwerpunkte setzen wollen. Vielleicht können Sie das vermischen. Oh, ach ja. Okay, dann Frage jetzt im Nirvana in der Zeit. Jetzt weiß ich nicht, wie lange das dauern wird, aber hat jemand von Ihnen auch die globale Perspektive auf dem Schirm, Frau Klein? Ich glaube sogar, dass alle Themen rund um das Thema Klimawandel global gedacht werden müssen. Also den Klimawandel können wir ja nicht nur in Deutschland aufhalten, sondern da müssen wir global denken. Insofern sind wir da auch angewiesen auf gute Außenhandelsbeziehungen, insgesamt eine gute Partnerschaft. Und ja, wir sind auch darauf angewiesen, dass wir natürlich unsere Produkte auch in Zukunft international verkaufen. Idealerweise sind wir nämlich diejenigen, die die klimaneutralen Produkte von morgen herstellen, damit wir auch die Arbeitsplätze von morgen schon heute schaffen. Da bildet sich eine kleine Allianz zu dem Thema, das Herr Thürmer ansprach, nämlich Industriepolitik, also Arbeitsplätze, Industrie, Produkte verkaufen, das hängt natürlich alles zusammen, Herr Thürmer. Ja, das ist richtig. Ich weiß nicht, ob wir dann im Detail auch immer einer Meinung sein werden, aber es ist, glaube ich, schon mal gut, dass alle auf dem Schirm haben, dass dort viel geleistet werden muss. Und natürlich besteht vor allen Dingen der internationale Politikansatz, der Blick auf die EU wird dafür relevant sein. So, wir erleben immer mehr, also eben wurde von Handelspolitik gesprochen, 2015, 2016, 2017 haben wir ganz viel über Freihandelsabkommen beispielsweise gestritten und wir sehen jetzt beispielsweise, dass das ganze Thema Freihandel, das für viele ja das Versprechen, der Heilsbringer schlechthin für Wohlstand und Entwicklung war, dass das immer weiter zurückgedrängt wird. Und ganz auf der anderen Seite sehen wir ganz starke Rohstoffknappheit. Wir sehen beispielsweise, dass Grundstoffproduzierende Länder, das ganz oft nicht mehr in der EU produziert wird, damit gezielt so merkantilistische Wirtschaftspolitik betreiben. Also wir sehen, dass dieses Freihandelsversprechen sich gar nicht einlöst und dann ist eben die Frage, was setzt man dem da entgegen? Wenn wir über Industriepolitik reden, wie kann es beispielsweise gelingen, Wertschöpfungsketten, was wiederum auch wieder klimarelevant ist, wieder zu re-europäisieren?
dafür zu sorgen, dass wir dort handlungsfähig sein werden? Wie gelingt es uns beispielsweise, alles Fragen, die auf europäischer Ebene beantwortet werden, mit einer CO2-Grenzabgabe, über die man diskutieren muss, dafür zu sorgen, dass unsere Handelspolitik eben auch einen klimapolitischen Auftrag gibt? Also ganz viele dieser Fragen können nicht mehr national beantwortet werden, sondern nur auf einer europäischen Ebene. Ich muss ehrlicherweise sagen, bei dem Sondierungspapier, wenn man sich da die Anmerkungen anschaut, zu Europa, da ist, glaube ich, noch am meisten Luft. Da haben wir, glaube ich, noch einiges vor, dann in den Koalitionsverhandlungen das dann auch auszubuchstabieren. Aber ich bin zuversichtlich, dass das auch den Ampelkoalitionären dann noch gelingen wird. Denn in der Tat, auch wenn wir die Landwirtschaftspolitik uns anschauen, ganz häufig ist das Aktionszentrum die Ebene Europa und nicht mehr die nationale. Dankeschön. Ich freue mich, dass Sie Europa ansprechen. Da wollte ich Frau Klein auch noch mal fragen. Sie haben sogar mal ein bisschen Finnisch gelernt. Meinen großen Respekt davor. Ich weiß zwar nur kurz, aber es ist auch echt schwierig. Im Wahlkampf, da wurde viel darüber gesprochen, kam Europa zu kurz, kam Außenpolitik zu kurz. Ist das etwas, was Sie verstärkt wieder einbringen möchten in die Partei, die ja mit Helmut Kohl eigentlich früher das Label Europa ganz groß auf sich hatte? Grundsätzlich ja. Also ich habe ja auch eine relativ internationale Vita. Ich habe in den USA studiert, in Großbritannien studiert und in Finnland unter anderem promoviert. Und das ist tatsächlich so, ich habe einen einmonatigen Crashkurs gemacht an der Uni in Finnland. Und Finnisch ist eine großartige Sprache, aber ich glaube, da brauche ich ein bisschen mehr Zeit. Das habe ich mir für nach der politischen Karriere vorgenommen. Genau, also wir müssen auf jeden Fall als relativ kleines Land im Herzen Europas, aber große Industrie- und Wirtschaftsnationen, sind wir natürlich angewiesen auf gute Beziehungen innerhalb Europas. Wir haben 60% unserer Importe und Exporte circa sind mit unseren europäischen Partnern. Insofern sind wir ganz klar beim Thema Europa angewiesen auf eine Stärkung der Partnerschaft. Und da müssen wir eben auch aufpassen, dass wir uns da in der Europäischen Union nicht verlieren, dass wir da an einem Strang ziehen. Und ich sehe das als ganz wichtiges Thema. Jetzt haben Sie schon gesagt, was Sie nach der politischen Karriere machen, nämlich Finnisch verstärkt lernen. Das böte sich als eine Schlussrunde an, wäre aber etwas komisch, Sie jetzt zu fragen, was machen Sie denn nach Ihrer politischen Karriere? Ich finde aber schön, dass da anklingt, Sie kleben nicht am Stuhl offenbar mit solchen Gedanken. Aber gucken wir doch noch mal ganz konkret, was Sie jetzt machen zu Beginn Ihrer politischen Karriere. Und ich würde Sie in einer kurzen Schlussrunde bitten, die wir leider, glaube ich, so sieht es jetzt aus, ohne Frau Jensen machen, die Regisseurin nickt. Mit wem würden Sie was gerne anpacken? Also worauf freuen Sie sich? Mit welchem Abgeordneten würden Sie besonders gern zusammenarbeiten? Und da gelten natürlich nicht die aus der eigenen Fraktion. Frau Weißhaupt. Tatsächlich freue ich mich sehr stark darauf, in den nächsten 4 Jahren mit allen PflegepolitikerInnen, tatsächlich egal welcher Partei, natürlich demokratischen Parteien, tatsächlich einen Pflegenotstand anzugehen und tatsächlich das, was in den letzten 1,5 Jahren immer sehr stark versprochen wurde, auch tatsächlich umzusetzen. Weil ich glaube, natürlich ist ein Sondierungspapier ein sehr guter erster Auftakt, wo auch Pflege drin vorkommt. Ich weiß nicht, ob das vor Corona tatsächlich auch so gekommen wäre. Deswegen umso schöner, dass Pflege tatsächlich drinsteht. Aber ich glaube, da muss konkret was passieren. Das heißt, ich rufe alle PflegepolitikerInnen dazu auf, tatsächlich sehr gerne sich bei mir zu melden und herzlich mit mir zusammenzuarbeiten, weil ich glaube, Arbeitsbedingungen, Ausbildungsbedingungen in der Pflege, aber auch Entlohnung beispielsweise, flexible Arbeitszeitmodelle, ich glaube, das sind alles Punkte, die tatsächlich Menschen verdienen, die seit Jahren in der Pflege arbeiten und die sich vielleicht in den nächsten Jahren noch entscheiden, dazu in der Pflege zu arbeiten, denn wir haben starken Personalmangel in der Pflege und mit dem demografischen Wandel wird das alles ein bisschen schwierig, aber ich hoffe, die Politik findet da Lösungen und darauf habe ich Lust. Noch eine kurze Nachfrage. Sie haben ja Frau Klein heute kennengelernt. Ist da spontan was, wo Sie denken, auch da hätte ich Lust, mit der weiterzumachen? Wenn wir bei Pflegepolitik vielleicht zusammenkommen, aber ich glaube auch gerade bei Bildungspolitik verbindet uns ja einiges tatsächlich, wie schwierig es ist, tatsächlich aus einem nicht-akademischen Haushalt tatsächlich vielleicht auch in die Schule zu gehen. Und ich freue mich immer tatsächlich sehr, sich darüber auszutauschen, da auch Verbindungen zu knüpfen, um es vielleicht auch
jungen Frauen oder auch generell jungen Menschen tatsächlich einfacher zu machen. Dankeschön. Frau Klein, worauf hätten Sie Lust und wen rufen Sie als erstes an von den anderen Fraktionen? Ach, ich glaube, wenn ich mir so die anderen Fraktionen anschaue, dann würde ich zunächst mal Annika Klose und Hanna Steinmüller anrufen. Mit denen habe ich ja Wahlkampf geführt hier in Berlin-Mitte. Und wir wollten ja alle was Gutes für Mitte tun. Insofern sagen Sie uns noch mal für die, die nicht in Berlin wohnen, ja, welcher Fraktion? Ah, Verzeihung. Hanna Steinmüller für die Grünen und Annika Klose für die SPD. Wir sind hier zu dritt in Berlin-Mitte angetreten und sind jetzt auch alle drei in den Bundestag gekommen. Und damit wir was Gutes für diesen Wahlkreis erreichen, denke ich, werde ich die auf jeden Fall kontaktieren. Und ansonsten denke ich, sollte es auf jeden Fall um inhaltliche Themen gehen, gar nicht so sehr um jetzt Personen, die ich speziell anrufen würde. Wir stehen vor so großen Herausforderungen, nicht nur das Thema Klimawandel, auch das Thema Digitalisierung und ein ganz großer Themenkomplex, der aus meiner Sicht viel zu wenig Beachtung erfährt, ist das Thema demografischer Wandel, auch im Zusammenhang übrigens mit der Gesundheits- und Pflegepolitik. Ich glaube, da müssen wir einfach zusammenarbeiten, gut zusammenarbeiten, kollegial zusammenhalten, wo das geht. Natürlich auch in der Sache streiten, das ist klar. Wir als CDU werden eine harte Oppositionsarbeit machen. Wir werden die Regierung da nicht schonen, aber da, wo es eben Sinn macht, durchaus auch konstruktiv und kollegial zusammenarbeiten. Mhm. Dankeschön. Herr Thürmer, was juckt Sie? Mit wem würden Sie gerne was anpacken? Also ich möchte vielleicht noch etwas anknüpfen, was wir zu Beginn dieser Diskussionsrunde hatten. Da ging es um Ortskräfte, es ging um die Frage von Asylgewährung für Geflüchtete aus Afghanistan. Ich glaube, wenn man dieses Thema noch ein bisschen weitermacht, dann stellen wir fest, dass wir seit Jahren scheitern daran, eine gemeinsame und menschenwürdige Geflüchtetenpolitik in Europa und in Deutschland auf die Beine zu stellen. Und ich sehe viele in dem Bereich, auch in den anderen Fraktionen, die sich dort beschäftigen, beispielsweise die ich auch noch aus früherer Zusammenarbeit kenne, ehemalige GJ-Vorsitzende Jamila Schäfer, direkt gewählte Abgeordnete aus München, ist, glaube ich, jemand, bei dem man dort sehr gut zusammenarbeiten kann, aber das wird bestimmt nicht auf Sie begrenzt sein. Ich habe die Hoffnung, dass insgesamt die jungen Abgeordneten und die jungen politisch Aktiven in den nächsten 4 Jahren und jetzt vor allen Dingen in den Koalitionsverhandlungen einflussreich sein werden und dort neue Impulse in der Politik setzen können werden. Und was glauben Sie, könnten Sie zusammen mit Ottilie Klein bewegen? Ja, also man muss ja auch ein bisschen schauen, dass man nicht anfängt, politische Unterschiede allzu sehr zu nivellieren. Da müssen wir uns, glaube ich, dann noch etwas weiter unterhalten. Bei Industriepolitik habe ich zumindest wahrgenommen, dass das ein wichtiges Thema ist. Würde man dann nochmal im Detail eruieren müssen, ob man dann auch dort übereinkommt. Okay, danke schön. Also die Fäden sind geknüpft. Ich danke Ihnen dafür sehr, sehr herzlich. Ich danke auch Gide Jensen, die leider nur kurz dabei war, aber es war interessant, Sie auch zu hören als eine, die schon 4 Jahre im Bundestag ist. Und ich danke natürlich ganz besonders auch Ihnen, werte Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn es Ihnen gefallen hat, könnten Sie theoretisch diese Diskussion jetzt gleich nochmal gucken auf der Homepage von Bayer. Das werden Sie womöglich nicht tun, aber Sie können das ja auch weiterempfehlen und den Link herumschicken. Vielleicht kennen Sie noch ein paar Leute, die neue Abgeordnete kennenlernen wollen und junge, engagierte Politiker. Ja, was auch immer die nächsten Wochen und Monate bringen. Ich glaube, wir bleiben uns alle verbunden in der gespannten Beobachtung dessen und Sie ja auch in der Mitgestaltung. Ich wünsche Ihnen dabei eine gute Hand und freue mich darauf, noch mehr von Ihnen zu erfahren. Alles Gute.